Herzlich willkommen zu den Buchgesprächen. Wo Wissen über Fakten fehlen, wuchern Gerüchte und Legenden. Ein Kapitel der jüngeren Kirchengeschichte, um das sich allerlei Legenden ranken, ist das Verhalten von Papst Pius XII. Angesichts des Holocausts. Weit verbreitet ist die Meinung, der Heilige Vater habe aus Feigheit zum Völkermord an den Juden geschwiegen und habe tatenlos zugeschaut, als die europäischen Juden in die Todeslager abtransportiert wurden. Ein Historiker, der Zugang zum Geheimarchiv des Vatikans hat und hunderte von Stunden Akten über Papst Pius XII. Gesichtet hat, ist Dr. H.C. Michael Hesemann. Er brachte weithin unbekannte Fakten ans Licht der Öffentlichkeit und zeichnet ein neues Geschichtsbild in seinem Buch »Der Papst und der Holocaust – Pius XII. Und die geheimen Akten des Vatikan«. Über seine neuen Forschungsergebnisse möchte ich mich nun mit Dr. Hesemann unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Hesemann. Ja, danke schön. Bereits im Jahr 2008 haben Sie ein Buch über Pius XII. Geschrieben. Es hieß »Der Papst, der Hitler trotzte«. Mittlerweile haben Sie neue Erkenntnisse über den Einsatz des Papstes für die Juden in Europa während der Nazi-Diktatur gewonnen. Was sind Ihre wichtigsten neuen Erkenntnisse? Nun, erstmal haben wir natürlich zwei völlig verschiedene Bücher. »Der Papst, der Hitler trotzte« war eine Biografie, die also mit der Geburt begann und mit dem Tod endete und wo der Holocaust ein Kapitel war unter vielen. Hier habe ich mich nun gerade, weil auch in den vergangenen 10 Jahren so viele neue Fakten auch durch meine Recherchen zutage gefördert wurden, habe ich nun diesem Thema ein gesamtes Buch gewidmet mit über 400 Seiten, mit über 900 Fußnoten, wo einfach gründlich dokumentiert wird, dass die schwarze Legende vom Schweigen des Papstes nicht mehr haltbar ist, dass der Papst offen protestiert hat und vor allen Dingen jede nur denkbare Möglichkeit genutzt hat, um Juden zu retten und beinahe 1 Million Juden gerettet hat. Ja, da bin ich gleich schon bei der nächsten Frage. Ein Ergebnis Ihres Buches ist ja, dass Papst Pius XII. 960.000 Juden das Leben gerettet hat. Das ist ja also knapp 1 Million. Wie kommen Sie auf eine so große Zahl? Nun, indem ich einfach addiert habe, welches Ergebnis die verschiedenen Maßnahmen des Heiligen Vaters hatten. Zum Beispiel? Angefangen mit dem Versuch, Visa zu bekommen für Juden, die aus Deutschland, aus dem Deutschen Reich damals auswandern wollten, als es noch erlaubt war. Dann Juden, die in sichere Gebiete gebracht wurden, zum Beispiel nach Italien, wo bis 1943 keine Juden an die Deutschen ausgeliefert wurden und dann der Süden schon sicher war, weil die Alliierten dort gerade gelandet waren und Stück für Stück Land befreiten. Dann die vielen, vielen Fälle, wo Deportationen aufgeschoben wurden, wo Menschenleben gerettet wurden, weil der Vatikan immer wieder Sand in das Getriebe der Tötungsmaschinerie gestreut hat, wodurch diplomatische Interventionen immer mehr aufgeschoben wurde, weil der Papst damit rechnete, dass, es war ja in Vorbereitung, entweder die deutschen Generäle putschen, er war ja mit dem Widerstand in Kontakt, oder eben die Alliierten Hitler besiegen, auch da war er ja über den Vormarsch informiert. Und dann, indem er mit Regierungen wie Rumänien und Bulgarien vereinbart hat, dass die Juden überhaupt nicht an die Deutschen ausgeliefert werden. Und auch da hat er es erreicht, dass eben Hunderttausende von Juden, teilweise auch mit Taufscheinen, die die katholische Kirche sehr leicht herausgegeben hat, mit einer sehr geringen Hürde, in ihren Wohnungen bleiben durften oder aber in eine Region des Landes gebracht wurden, wo aber eben keine Todeslager oder irgendwas waren, wo man überleben konnte. Trotzdem ist es so, dass seit dem deutschen Schauspiel Der Stellvertreter aus dem Jahr 1963 der Vorwurf durch die Welt geistert, dass Pius XII.
Punkte tatenlos zugeschaut hat, als Adolf Hitler und seine Schergen die Juden aus ganz Europa in Vernichtungslager zusammenkarrte und getötet hat. Dem widersprechen nun die vielen Danksagungen von Juden während des Krieges, aber auch nach dem Krieg. Wer hat sich da bei Pius XII. Bedankt und für was? Ja, im Endeffekt haben alle Vertreter, namhaften Vertreter des damaligen Judentums, von dem Oberrabbiner von Palästina über den ersten Präsidenten von Israel, über Golda Meir, damals noch Außenministerin, auch die italienischen Juden bei ihm bedankt. Der Staat Israel hat das Symphonieorchester 10 Jahre nach Kriegsende nach Rom geschickt, damit es für den Papst Beethoven spielt. Ausdrücklich als Geste der Dankbarkeit dafür, dass er so viel beigetragen hat zur Rettung von Juden. Also vor Hochhut. Und heute können wir sagen, wir haben Aussagen und Dokumente, die das bestätigen, dass es einfach ein Propagandastück war, was der KGB in Auftrag gegeben hat. Vor Hochhut war die Lage eindeutig. Das gesamte Judentum dankte dem großen Retter, hat Schautafeln errichtet, hat Dankeschreiben nach Rom geschickt, hat Geld gestiftet, weil der Vatikan ihre Beträge ausgegeben hat, um Visa zu kaufen, um Überfahrten von Juden von Portugal nach Lateinamerika zu finanzieren. Gerade in den frühen Jahren des Krieges durften ja die Juden Deutschland verlassen, aber kein Geld mitnehmen, was natürlich ein Problem war. Wie bezahlt man die Überfahrt? Und so weiter und so fort. Also da gab es großzügige Spenden auch vom Judentum. Es war eindeutig, die Lage war eindeutig vor Hochhut. Leider gibt es viele Menschen, die ihre Beurteilung der Geschichte auf Romanen, schlechten Romanen, auf Filmen oder auf Theaterstücken basieren und nicht auf historische Forschung. Im September 1943 wurde der Vatikan von deutschen Truppen umlagert. Pius XII. Hätte, nachdem er bereits schon dreimal öffentlich Kritik an der Judenpolitik und Judenvernichtung Adolf Hitlers geübt hat, hätte auch in dieser Situation Kritik öffentlich üben können. Doch er hielt sich da zurück. Tat er das aus Furcht um sein eigenes Leben oder spielen da doch andere Gründe mit? In den 9 Monaten der deutschen Belagerung des Vatikans, muss man schon sagen, hat er in der Tat geschwiegen. Wir haben Proteste gegen die Behandlung der Juden von 41, von 42 und von 43. Aber in dem Moment, wo die SS-Männer praktisch vor der Tür standen und den Übergang zum Petersplatz patrouillierten oder deutsche Fallschirmjäger. In dem Moment hat er bewusst geschwiegen aus 2 verschiedenen Gründen. Einmal warnten ihn die mit ihm in Verbindung stehenden Mitglieder des deutschen Widerstandes, dass Hitler den Befehl erteilt hatte, sofort in den Vatikan einzumarschieren und den Papst entweder nach Deutschland zu verschleppen oder umzubringen, wenn er gegen die Behandlung der Juden protestiert. Den Befehl gab es, der Befehl ist dokumentiert und in dem Moment hätte er nicht mehr helfen können. Sein eigenes Leben war ihm egal. Im Gegenteil, er erklärte den Kardinälen, er hätte sein Rücktrittsschreiben in seiner Schreibtischschublade deponiert, damit die Deutschen nur noch Kardinal Pacelli und nicht mehr den Papst verschleppen, und hat ihn aufgetragen, geht nach Portugal, neutrales Land, und wählt meinen Nachfolger. Aber er hatte parallel Tausende von Juden in römischen Klöstern versteckt. 4.500 Juden in römischen Klöstern, Hunderte im Vatikan direkt und weitere haben in anderen Einrichtungen der Kirche, Pfarrgemeinden, in Häusern von Katholiken und Zuflucht gefunden. Und das waren praktisch die Geiseln. Ihm war völlig klar, noch respektieren die Deutschen die über 500 Schilder, die auf seine Initiative hinausgegeben wurden, die an den Klöstern angebracht wurden, Vatikanterritorium, neutrales Gebiet, hier darf kein deutscher Soldat hinein. Aber in dem Moment, wo es eine offene Konfrontation gibt, werden die Klöster gestürmt, die Juden verhaftet und umgebracht. Und genau das wollte er verhindern. Und darum hat er ein kluges Schweigen, das Leben gerettet hat, die 9 Monate lang auf seine Fahne geschrieben.
Herr Hesemann, eine Minute haben wir noch. Ihre Recherchen hatten auch Auswirkungen auf die Gestaltung der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Was hat sich dort konkret verändert? Ja, dort war eine Plakette mit negativer Aufschrift. Und nachdem wir belegt haben, dass schon direkt nach der Kristallnacht der Vatikan für 200.000 deutsche Juden, also praktisch alle, Visa besorgen wollte, den Erzbischöfen der katholischen Welt den Auftrag gegeben hat, wir brauchen für diese Juden Visa, da hat man dann, war man doch beeindruckt, und hat man dann diesen negativen Text ersetzt durch einen neutralen, wo steht, wir müssen noch abwarten, was in den Vatikanarchiven drinsteht. Nun, was in den Vatikanarchiven drinsteht, finden Sie in meinem Buch. Herr Hesemann, ganz herzlichen Dank für die Präsentation Ihrer neuen Erkenntnisse und Ihrem Besuch im Studio von Kirche in Not in München. Ihnen vielen Dank. Dankeschön. Das war ein Buchgespräch mit dem Historiker Dr. H.C. Michael Hesemann. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Freuen Sie sich jetzt noch auf eine Leseprobe des Bestsellerautors aus seinem neuen Buch »Der Papst und der Holocaust«, Pius XII. Und die geheimen Akten im Vatikan. Ja, eine Stelle aus dem Epilog meines Buches. Insgesamt verdanken also rund 960.000 Juden auf die eine oder andere Weise ihr Leben direkt oder indirekt dem unermüdlichen Einsatz von Pius XII. So stellte auch John Toland, Historiker, Pulitzerpreisträger und Verfasser der bedeutendsten und meistbeachteten Hitlerbiografie fest, Zitat, unter Führung dieses Papstes hatte die Kirche bereits 1943 das Leben von mehr Juden gerettet als alle anderen Organisationen gemeinsam, und sie verbarg derzeit Tausende von Juden in Klöstern und auch in der Vatikanstadt. Die Alliierten verhielten sich da viel schändlicher. Engländer und Amerikaner bliesen zwar auf der Moraltrommel, gewährten aber nur wenigen Schutz. Die im gleichen Jahr von Roosevelt, Churchill und Stalin unterzeichnete Moskauer Erklärung zählte als Opfer Hitlers lediglich auf Polen, Italiener, Franzosen, Holländer, Belgier, Norweger, Sowjetbürger und Kreter. Dass die Juden einfach weggelassen wurden mit Billigung des amerikanischen Amtes für Kriegspropaganda, wurde vom Weltrat der Juden ergebnislos kritisiert. Die großen drei übersahen die Endlösung großzügig, indem sie zum Beispiel die polnischen Juden nur als Polen auflisteten. Während die Welt schwieg und die Shoah ignorierte, war es der Papst, der sie in gerade noch vertretbarem Maße anprangerte, der vor allem aber handelte. Der Papst und der Holocaust von Michael Hesemann ist im Langen Müller Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Es umfasst 448 Seiten und kostet 28 € zuzüglich Versandkosten.